Wir haben Mittwoch, den 7.9.2016. Es ist 2.21 Uhr in der Nacht und mein YouTube-Kanal BanaTV hat 68 Abonnenten und 3600 und noch paar Klicks. Ja? In der heutigen Sendung geht es wieder um Tipico. Letzte Woche hatten wir Länderspiele. Länderspiele ist scheiße, langweilig zu tippen. Deswegen tippen wir wieder jetzt, zweiter Bundesliga-Spieltag. So, wir machen es kurz, weil dieser Tipico-Scheiße interessiert eh niemanden. Deswegen machen wir es so wie immer, ja. Ihr kriegt von mir einen relativ sicheren Tipp und zwei Risikotipps, ja. Wenn ihr mitgemacht habt, wenn ihr so getippt habt, wie ich euch gesagt habe, dann seid ihr jetzt plus 1 Euro, ja. Und hattet die Chance, auf mehrere hundert Euro zu gewinnen. Leider haben die Bundesligisten nicht mitgespielt, aber ey, plus 1 Euro. 1 Euro ist viel Geld, ja. So, kommen wir zum Sicherheitstipp, ja. Ihr nehmt 5 Euro und tippt auf Schalke gegen Bayern auf Bayern. Paris Saint-Germain gegen Saint-Étienne auf Paris. Ja. Freiburg gegen Gladbach, oh, doppelte Chance auf Gladbach. Das heißt, die spielen unentschieden oder Gladbach gewinnt. Darmstadt gegen Eintracht, doppelte Chance auf Eintracht. Das heißt, unentschieden oder Eintracht gewinnt. Juventus Turin gegen Sassuolo auf Juventus Turin. Und Red Bull Leipzig gegen Dortmund auf Dortmund. So kriegt ihr mit 5 Euro Einsatz 30,09 Euro raus. Ja. Relativ sicher, gutes Geld. Macht es nicht, wie ihr wollt. So, jetzt kommen wir zu den zwei Risikotipps. Da setzen wir 1 Euro und gewinnen immer, können immer über 100 Euro gewinnen. Sind viele Spiele, großes Risiko, aber es ist nur 1 Euro. Also, Schalke Bayern auf Bayern. Paris gegen Saint-Étienne auf Paris. Celta Vigo, Atletico Madrid auf Atletico Madrid. Leverkusen gegen Hamburg auf Leverkusen. Freiburg Gladbach auf Gladbach. Darmstadt Eintracht auf Eintracht. Leipzig gegen Dortmund auf Dortmund, Nijmegen gegen PSV Eindhoven auf Eindhoven, US Palermo gegen Neapel auf Neapel, Hannover gegen Dresden auf Hannover. So macht ihr mit 1 Euro Einsatz 129 Euro. Ist doch geil. Ganz ehrlich, wer braucht nicht 129 Euro? Und jetzt noch ein krasserer Risikotipp, ja? Schalke Bayern auf Bayern. Leverkusen-Hamburg diesmal auf ein Unentschieden, weil Hamburg ist noch so eine Wundertüte, die kann man nicht richtig einschätzen und Leverkusen, ey, da sind die Stammstürmer verletzt, ja, die haben eigentlich jetzt keinen adäquaten Ersatz da vorne, okay, man darf Kießling natürlich nicht vergessen, wenn er fit ist, habe ich keine Ahnung, jedenfalls Unentschieden, Ingolstadt-Hertha auf Unentschieden, weil es auch so zwei Mannschaften, Ingolstadt stellt sich hinten rein, die sind immer von unentschieden gut. Freiburg-Gladbach auf Gladbach, Darmstadt-Eintracht auf Eintracht und Leipzig-Dortmund auf Dortmund. So macht ihr mit 1 Euro 151,58 Euro. Ist doch super, wenn es klappt, ja. In diesem Sinne, wir haben den 7.9.2016, 2.24 Uhr. Es ist, ich habe 68 Abonnenten und 3600 noch was Klicks, ja. Wir sehen uns bei der nächsten Woche bei Tipico mit Bernhard. Macht's gut. Ciao, ciao.